Guten Tag, ich bin, ja, unschwer zu erkennen, im Multiplayer-Menü von Call of Duty Modern Warfare 3 und will euch ein bisschen mitnehmen in den, ja, stinknormalen Multiplayer-Modus. Ganz normal, kein Hardcore, kein Search and Destroy, keine Zombies. Aber bevor wir einfach nur einen ollen Multiplayer spielen, dachte ich mir, ich mache ein bisschen was, nennen wir es ausgefallen, nennen wir es kühn, nennen wir es wahnsinnig. Und zwar habe ich mir hier ein wunderschönes Loadout gebastelt. Hier das Custom Loadout 3. Die SVA könnt ihr ignorieren, aber wichtig ist das Starry Knife und das Throwing Knife, denn ich werde nur mit Messern spielen. Wir springen einfach mal rein und schauen, wie es läuft. Damit da so ein bisschen Gaudi mit dabei ist, habe ich jetzt einfach nur Team Deathmatch, weil bei sowas wie Domination oder sowas muss jetzt nicht sein. Und ja, hoffen wir mal, dass die Server heute mitspielen. Gestern bei der Testrunde waren sie nicht so gut drauf, aber wir sind ja Optimisten alle miteinander. So, oh, wir spielen Rust. Natürlich spielen wir Rust. Wie gesagt, nur Messer und Wurfmesser. Ich dachte, vielleicht nehme ich noch irgendwie so Sachen wie Smoke Grenade oder sowas mit, aber da, get the fuck out of here. Wir sind doch hier keine Noobs. Okay, doch. Den Wurf noch schon. Komm her. Ah. Komm her, komm her. Bah. Nein! Das war doch mitten rauf. Das Spiel ist kaputt, sage ich euch. Aber hier, komm, da war drei. Jetzt! Nein! Das war meiner, du Sack! Komm schon! Wahnsinn, wenn die Mates die größten Feinde sind. Wenn wir den ersten. Oh! Da! Man muss den ersten erwischen, man muss reingucken. Und dann werden einige Mütter. Vielleicht war Rust doch nicht die richtige Entscheidung. Hui! Yes! Jetzt aber! Wir sind drin, Leute! Okay. Oh. Jetzt passt auf. Hier. Okay. Doch nicht. Ja, direkt drauf zulaufen ist immer eine scheiß Idee, aber bei Rust ist so ein bisschen die Problematik natürlich, du rennst immer auf jemanden. Oder zwei zu. Enemy UAV. Ja, die bringt hier auch wahnsinnig viel. Scheiße. Komm schon. Komm raus. Komm. Okay. Aber Messer wieder einsammeln, nicht vergessen. Okay, hab ich verkackt. Egal. Bam, Junge! Oh, sogar mit hier Exekution. Das hatte ich gar nicht geplant, aber hey. Wobei, habe ich damit jetzt die Challenge verkackt? Weil eigentlich hieß es ja nur Messer, ne? Wo ist er denn? Hä? Moment. Ach so, ne? Erstmal schön die Leichen erstechen. Ja klar, Dennis, du Vollidiot. Ah, dachte er, dass er mich holen kann, ne? Die kleine Sau. Ja, mitten rein, Alter. Ins Gemächt. So, komm schon. Komm zu Papa. Hallo. Ja, natürlich nicht. Und wenn ich jetzt rausrenne, steht er da. Über den Schädel geworfen, natürlich. Scheiße, ich dachte nicht, dass ich da wirklich rankomme. Aber ey, wir haben bisher eine Zweier-Killstreak. Wow. I'm back. Puh. Ja, Opfer trifft es bei uns gerade ganz gut. Aber hey, es war eine gute Runde, um warm zu werden. Und die nächste, Leute. Die Türkensau hat mich mit dem Messer erwischt. So. Yes! So nämlich! Es ist gefühlt aber auch noch mal schlimmer geworden seit meinem letzten. Ach komm, das war meiner, Alter. Yes! Ich krieg mein Wurfmesser nicht mehr. Das ist doof. Dann muss ich mich jetzt echt da drinnen verstecken. Aber habe ich keinen Bock drauf. Ich will ja nicht einfach die ganze Zeit nur rumcampen. Au, der versucht meine Taktik, der Kollege. Habt ihr gesehen? Scheiße, aber einen habe ich erwischt. Der hat aber auch ein Wurfmesser geworfen. Geil, dass ich den noch erwischt habe. Aber es ist wirklich. Ich habe ja seine Ferse nur erwischt. Na ja, gut, das war seine Achillesferse. Wie sie hier alle kämpfen, wa? Oh, da ist ein Gegner gewesen. So, jetzt komm. Ah! Come on. Get the fuck out of here! So. Hallo. Ey, das hier wird ja nicht, wie ich wirklich irgendwie so achtmal an ihm vorbeimesse. Aber da ist jetzt wieder so ein Paradebeispiel dafür, ne? Weil die Leute immer sagen, ja, hier, Aim Assist auf Konsole, ja, habt ihr gesehen, ne? Da wurde überhaupt nichts assistiert. Alter, ihr seid so erbärmlich. Campt doch hier nicht so rum. Oh, fuck you. This is how I die. Da, die Türkensau. Oder? Fuck. Nein, Alter, das war meiner. Aber nein! Gewonnen. Aber noch eine. So auf einer besseren Map. Also das wäre halt so. Ich weiß nicht. Ja, Wasteland, ja klar. Nehmen sie alle, weil sie da irgendwie so rumschimmeln können. Oh. Jetzt wäre ich hier fast runtergeplumpst. Yes! So! Scheiße. Nope. They. Where are they? Aha. Oh. Komm. Meins! So, jetzt hat. Wir sind wieder golden, Jung. Du willst mich doch jetzt wohl ver... Warum macht ihr denn eine fucking Execution jetzt, Alter? Ist das dein Scheiß? Jetzt setzt langsam wieder dieser Call of Duty-Hass ein. Hallo da. Jetzt hat. So. Lern mal zu zielen, du... Hallo.
Oh, Alter, wenn ich den jetzt... Ich glaube, dann hätte ich auch einfach geragequittet, wenn ich den jetzt nicht bekommen hätte. Ja, so. Ja, du. Weg. Da unten war doch gerade einer. Ja, 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 da ist so ein Schlawiner. Und mitten rein in den Rücken. Es sind wirklich solche Arsch... Ja, 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 ja. Ich raffe das nicht. Ich meine, ist ja cool, dass ich ihn jetzt gefinisht habe, aber ich krieg sogar ein Level-Up für Scatterknife. Es ist... Wo ist er denn? Ja, glaubst du? Aha, aha. So, du. Dein Arsch auf meiner Liste. Was? Halt's Maul, Alter! Aber wenigstens waren wir Brüder im Geiste. So viel zum Thema Ehre. Aber egal, wir haben gewonnen. Wegen mir. 16-19? Jung? Also 0-8-4er Killstreak. Ich glaube, besser wird's nicht. Da bin ich in normalen Matches schlechter. In dem Sinne, Shevas oder auch nicht, spiel's mal nur mit Messer. Die Camper werden euch genauso aufregen wie mich. Ich sag danke fürs Zugucken. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.